21. Er aber antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Jahua sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen Jahuas vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach Jahua, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Und so geschah es auch. Mose stand in der Felsspalte, während der Allmächtige vorbeiging und ihn dabei mit der Hand abschirmte. Und dann durfte Mose hinter ihm hersehen. Lest du mal vor, was dann passierte? Das steht in 2. Mose 34, Vers 8. Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an. Also, halten wir fest. Zuerst möchte Mose das Angesicht des Vaters unten.